Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, beim letzten Mal haben wir die Ameisterin aufgehalten und ja, wir werden jetzt einfach mal unsere Belohnung hier abholen. Hallo? Von Onkel Row. Was kann der alte Onkel Row heute für Sie tun? Ich habe mich um die beiden gekümmert. Es wird keine Straßenkriege mehr geben. Das ist großartig. Sie haben Canterbury in der Tat gerettet. Und im Gegensatz zu Mechanisten, ohne die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Gut, ich denke, das hier ist die vereinbarte Belohnung für Ihre ausgezeichneten Dienste. Dazu ein kleiner Bonus als besonderes Dankeschön. Gut, ja, wohin geht man hier, wenn man handeln will? Normalerweise finden Sie eine der Handelskarawanen am Eingang der Stadt. Sie kommen alle ein bis zwei Tage hier durch. Von Ihnen abgesehen gibt's Lebensmittel noch im Restaurant von Porter. Gut, machen wir uns wieder auf den Weg. Oder nee, wir schauen uns noch hin. Hier um in Canterbury Commons. Wir gerade schon mal hier sind. Wir sind erkannt. Ja, klar. Hey, wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Was lokales Inventar. Nein, mich interessiert hier schon ein wenig, was sie so alles rumfliegen haben. Munition. Zu kommen sonst. Finde ich nicht unattraktiv, Leute. Den nehmen wir mal raus. Und schmeißen ein wenig rum. Weil wir wissen, was passiert, wenn man dagegen schießt. Sieht ja keiner hin. Ja, jetzt muss ich gerade gegen das Mikro lang. Das gerade so viel Spaß gemacht hat. Im Haus scheint hier ist ja nichts Besonderes zu geben. Ich kenne den Ort hier selber kaum. Weil ich hier entweder so selten hingehe. Einfach nicht viel damit zu tun hatte. Was bist du für einer? Neu in der Stadt, was? Naja, ich bin Dominic de la Sadro. Willkommen in Canterbury Commons. Ignorieren Sie einfach die Idioten in den Kostümen. Hier in der Stadt treiben die Leute gerne Handel, hören sich Rose Gequassel an und setzen Diebe in anonymen Gräbern bei. Die Diebe sind uns schon vor langer Zeit ausgegangen. Habe selbst dafür gesorgt. Ist also eine vergessene Kunst. Es sei denn, Sie wollen etwas stehlen. Ja, keine Sorge, ich will nichts schlimm bedrohen. Sie sehen als denn Ihre Besucher persönlich. Vielleicht erfinde ich ein neues Hobby, neugierigen Wachen ins Gesicht schießen. Ja. Ja, warum nicht? Wir können abwechselnd aufeinander schießen. Die Teams, die ganze verdammte Stadt gegen ihre Fresse. Und die Stadt gewinnt. Ich würde sogar sagen, wenn wir gewinne. Mit diesem Schwachsinn fertig sind, muss ich zurück an die Arbeit. Aber ich merke schon, wir werden sicher die besten Freunde. Sie sind kein Störenfried? Gut, nee, kann uns nichts sagen. Ja, tschüss. Irgendwie ist mir der Kerl sympathisch. Könnte eine Hassfreundschaft werden. Wobei ich ja sagen muss, Hassfreundschaften sind ja immer noch die besten Freundschaften. Hier ist keiner drinne. Wenn keiner hier drin ist, dann können wir ja mal so alles hier richtig schön ausplündern. Oh, Whisky. Die haben es aber mit ihrem Whisky, ist mir aufgefallen. Ein Dienstbuch der Elektronik, das lesen wir mal gleich. Hilfe, Dienstbuch der Elektronik reparieren um 2 erhöht. Munition, her damit. Was Weglager ist voll. Das, ah ja, das ist das epische Bleirohr, wenn ich mich nicht irre. Ich sag dazu immer episch. Keine Ahnung, weil es halt die, sagen, die besondere Waffe ist. Ja, wir sagen jetzt auch mal zu die Special Waffe dazu. Die haben alle ihre eigenen Klos und so. 30 Trefferpunkte kann man damit aufladen. Also ich lasse mir das nicht entgehen, um ehrlich zu sein. Ich wollte jetzt meine Leben mit voll. Und so viel Red war das jetzt auch nicht. Besser als würde ich hier jetzt in dieses aus diesem. So, das Klo ist sauber. Außer das hier. Holzhammertrieb. Was? Terpentin. Kronkorkenmine, da liegen immer Kronkorkenminen unten bei. Und du bist
Machete. Ne, mit dir mag ich nicht reden. Du bist mir unsympathisch. Ich weiß nicht wieso. Gewehrschrank. Munition. Ich muss jetzt gleich schon wieder niesen. Ach ja, das war mal wieder schön. Da werden Bremen drin aufbewahrt. Was könnte man denn jetzt machen? Ey, was sind das so? Ach, das ist wahrscheinlich das mit der Ameisterin. Könnte ich mir jetzt auf jeden Fall vorstellen. Und? Schubwinkel der Ameisterin, dachte ich mir. Wir sind direkt daneben. Wollen mich jetzt verarschen. Gut, was könnten wir denn jetzt machen? Wir haben alle Wards erkundet. Ah, mir fällt noch was ein. Hier in der Gegend müsste eigentlich... ich sag jetzt mal... wie heißt das Wort? Ach, mir fällt jetzt gerade der Ort nicht ein, wie der heißt. Auf jeden Fall Sklavenhandel. Ja, was geht's? Ich wollte mit dir nicht reden. Ich wollte gehen. Ach scheiße, ich bin ja mit dem Finger auf der falschen Taste. Mir ist aufgefallen, wir wurden schon von langem nicht mal von Regulatoren oder so angegriffen. Nicht, dass ich es schade finde oder so, aber es fällt halt auf, wenn keiner da ist, der einen angreifen will und... Ja, ich vermisse die. Wir sollten unsere Waffe nachladen. Dogmeat müssen wir auch noch irgendwann abholen. Ach ja, noch so viel zu tun. Ein Augenbot der Enklave ist hier irgendwo in der Nähe wahrscheinlich so ein Enklavenstützpunkt mal wieder. So, gib mir meinen Erfahrungspunkt. Also, gib mir meinen Erfahrungspunkt. Wir müssen einfach nur nach irgend so einem riesen... Ja, da vorne ist ja schon dieser Kerl, von dem ich gerade eben reden wollte. Man sieht da hinten ganz leicht so einen Kerl am Horizont, der ein Eis in den Händen hält. Und jetzt kommt schon. Genau, Paradise Falls. Das Paradies fällt oder geht unter. Paradiesuntergang. Oder Falls könnte man, glaube ich, auch in dem als Regen interpretieren. Ach, ist egal. Auf jeden Fall Paradise Falls heißt der Ort, wo wir jetzt hingehen. Da wir ja schon mal gute Connections zu den Sklavenhändlern haben, dank Tempel Einheit und so, dürften wir eigentlich kein Problem haben, da reinzukommen. Und Händler sind hier auch. Finde ich... Ah, Doc heißt du, ne? Doc Hoff. Wie wär's mit einem Handel? Genau, ich bin hier, weil ich was Sehen kaufen will. Sehen wir doch will. Mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Stimpaks. Das hast du eine Tasche. Und ich kann dir... was kann ich denn sonst geben? Ein paar Impulsgranaten, Impulsminen. Plasmagewehr brauche ich eigentlich nicht. Wenn wir gerade ein paar Granaten haben. Eine Mine. Pistol. Buffout. Was will ich mit so viel Buffout? Oh, hier stehe ich bei mir wohl gut in der Kreide. Was kann ich denn haben? Was kann ich denn brauchen? Ich gebe mir mein Buffout wieder. 5 Stück. Was? Nochmal 3. Was? So, jetzt bist du pleite. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Tschüss. Morgen. Da, Paradise Falls. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht.
Paradise Falls, was ist das? Kann ich nach oben gehen? Egal, das ist kein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte. Paradise Falls, was ist das? Wollen Sie mich verarschen? Sie haben noch nie von Paradise Falls gehört? Kommen Sie direkt aus der Vault oder was? Da wohnen die Sklavenhändler. Wir verkaufen dort die Sklaven, die wir im Ödland aufgabeln. Und? Interesse am Kauf oder Verkauf? Wenn nicht, dann ciao. Sklaven, also Menschen, das ist ja entsetzlich. Sklaven, was? Naja, jeder muss seinen Lebensunterhalt verdienen. So sieht's aus. Und wenn man schon selbst nicht zäh genug ist, um zu überleben, kann man wenigstens denen helfen, die was drauf haben. Karma, ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Lassen Sie mich sofort durch. Ich habe keine Zeit für Schwätze mit den Helferlein. Lassen Sie mich durch. Warum kann ich nicht hinauf? Ich mache keinen Ärger. Ich möchte mich nur umsehen, Karma. Sie brauchen nicht Ihre Muskeln spielen zu lassen. Ich habe nur geblufft. Wir wissen, wer Sie sind. Sie können reinkommen. Eine gut gemeinte Warnung. Benehmen Sie sich nicht wie ein Esel. Sie werden keine zweite Chance bekommen. Ach ja, ich habe ein Angebot, das uns beiden nutzen würde. Es wäre es wert, darüber nachzudenken. Okay, was ist denn, ja, Angebot? Ich habe hier dieses Mesmetron-Ding. Ist so eine Art Elektroschocker. Können Sie den für mich mal testen? Das sollte die Sklavenbeschaffung erleichtern. Sie nehmen diesen Messer, feuern damit auf irgendeinen Idioten und ziehen ihm dann, während er vor sich hindämmert, eins von diesen Halsbändern über. Vorsicht mit dem Halsband. Es explodiert, wenn man daran herumfummelt. Der Sklave soll es sofort rüberschieben, sonst sprengt es ihm den Kopf ab. Hier, eine Liste besonderer Ziele, die Eulogy versklaven will. Aber ich bezahle für jeden, dem sie ein Halsband umlegen und mir als Sklaven bringen. Okay, erzählen Sie mir von dem Mesmetron. Erzählen Sie von dem... Ja, genau. Zu welcher Zielperson wollen Sie denn was wissen? Nee, wir wollen nichts über die erfahren. Wir müssen jetzt einfach los. Die Heckenschützen aus Minefield. Deshalb haben wir die nicht getötet. Susan Lancaster in Ten Penny Tower Flag aus Rivet Schöne City. Schöne Grüße an Eulogy von mir. Da haben wir mal wieder was zu tun, Leute. Wir betreten jetzt erstmal Paradise Falls. Okay. Ha, hallo, wer bist denn du? Carter. Ich glaube, du warst ein Carter. Ein Kind. Sammy. Paradise Falls. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier drin auch eine Wackelkopfpuppe gibt, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Mensch, das sind ja Sie. Ja, was habt ihr jetzt gedacht? Was ist los, Killer? Genau, was sind wir jetzt überhaupt so vom Titel her? Das fleischgewordene Böse. Das kann ich alles erklären. Wir sollten mal zusammen etwas trinken gehen. Eugelies Haus. Was weiß ich. Okay, nein, ich singe jetzt nicht mit. Da vorne steht die ja schon. Schnapsglas. Sprache. Mögen ihre Worte ihre Waffen sein. Sprache wurde da oft um 10 erhöht. Fail. Wir haben Sprache schon auf 100, also bringt es uns nichts. Wie bist denn du denn? Crimson? Und du bist... Mr. Eulogy? Er sieht mich schon wieder an. Na, ich würde sagen, wir werden jetzt im nächsten Part mit dem Eulogy oder was weiß ich sprechen. Hey, das hier haben wir uns bei unserer letzten Mission geangelt. Ich dachte mir, dass es Ihnen gefallen würde. Simpei, hey, danke, weiter so. Null Problemo. Weshalb die es uns auch immer geben? Ich find's sozial. Nun ja, wahrscheinlich haben sie so viel Schiss vor uns. Nun ja, Leute, das war mal wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao.